Charakter eine Stufe aufgestiegen. Ich habe einen Stern. Ah. Ich habe einen Stern, der meinen Namen trägt. Dann vergebe ich den natürlich gleich mal. Hallihallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Eko. Natürlich nicht mit mir alleine, sondern mit dem lieben Wolle. Viel Spaß! Hallihallo zusammen und herzlich willkommen hier zur nächsten Folge von Wolle? Eko, genau. Und ja, wir sind hier auf einem Baumstamm von so einem Mammutbaum. Da hängt noch was in der Luft, glaube ich. Es ist ein Bienennest, oder? Auf alle Fälle ist dieser Baumstamm hier Corona-freundlich, weil wir haben den 1,50 Meter Abstand. Ja, deswegen kann man hier ohne Maske spielen. Alles gut, alles Corona-tauglich. Aber naja, wer mich kennt, der weiß, ich sehe das eh nicht so eng. Ja, im Spiel erst recht nicht und im Real Life auch nicht. Aber das ist ein anderer Punkt. Ja, das ist ein Wolle, seine Ecke hier. Da hat schon das Rote, ist alles diese Mammutbäume. Sag mal, wie lange haust du auf so einen Stamm rum, bis der weg ist? Bestimmt 20 Mal, oder? Reichlich. Ja, also spart dir die Energie. Ja, du kannst das später mal machen. Ja, ich lasse es ja jetzt liegen, weil. So, aber ich muss dir mal was zu essen bringen dann, oder? Ich sammle mir Ja, hier gerade noch ein bisschen ein. komm dann mal was holen. Muss ne für mich laufen. Nee, aber ich will jetzt eh hier den Weg bahnen. Muss mal sehen, wo ich meine Werkstatt hinbaue. Ach, schönes Vogelgezwitscher, ich liebe es. So. Ah, da oben komme ich raus, glaube ich, ne? Da drüben. Dass wir hier vielleicht hier oben so eine oberhalb hier, genau, da eine Straße lang ziehen hier. Könnte man hier so schön lang machen. Weißt du, so eine Hochstraße irgendwie. Ach, die geht ja hier hinten lang bei dir. Straße. Ich habe da gar keine. Aber ich überlege halt, wo wir sie hinbauen, ne? Weil einfach so quer diagonal durch den Wald wollte ich es jetzt auch nicht. Wenn man es hier oben, also hinter deinem Zelt lang, das ist so ein bisschen eine Erhöhung. Siehst du hier, wo ich stehe? Ja. Ja. Wenn man quasi auf der Basis hier rüber zu dem Kiesfeld, kann man ja aufschütten hier mit Erde. Und dann quasi hier oben macht man weiter. Du bist der Straßenbaumeister. Ja, aber ein Wagenmachertisch. Ja, dauert noch ein bisschen. Ja. Also, aber ich will ja nur wissen, weißt du, wohin die Reise geht? Genau. Da könnte ich hier doch noch wegräumen. Muss ja erst das Häuschen bauen, dann Zimmermannstisch. Ah ja, verstehe ich. Haben noch einiges vor uns, klotzen wir ran. Oder lassen wir es sein? So. Irgendwas ist wieder gut geworden jetzt hier. Charakter eine Stufe auf. Was? Charakter eine Stufe aufgestiegen. Ich habe einen Stern. Ah. Ich habe einen Stern, der meinen Namen trägt. Dann vergebe ich den natürlich gleich mal. Könnte man den hintun? Ah, hier, Lagerfeuer kochen. Da könnte man hintun. Ja, genau. Mache ich meine Excel-Tabelle wieder auf. So. Weil das ist ja nur gut für uns, ne? Umso schneller kann ich ja Essen machen. Umso mehr Essen kann ich machen. Ja. So, und bis zum nächsten Stern dauert es bei mir nur 4 Stunden 33 Minuten. Das ist durchaus realistisch. Also jetzt ohne, dass ich, wenn ich meine Ernährung noch erhöhe, dann natürlich geht das noch schneller. So, hier war das Rohr drin.
Was denn noch zu essen? Das Blatt. Genau, das kommt da rein. Und ein paar Kisten mal. So. Jetzt muss ich mal sehen, wo ich meine Hütte hinsetze. Meine Hütte. Ja, dann seh mal. So, den Samen. Tu mal den da rein. Das kann man noch tun. Das kann man noch tun. Die anderen beiden muss ich. Na gut. So, dann schieben wir unser Essen mal an. Was denn hier schön ist. Beat Campfire Salat. Ah, jetzt kann ich ja das machen, genau. Jetzt kann ich ja besseres Essen machen, Wolle. Oh. Ja, das Campfire Salat, der bringt schon. Okay. Macht der? Kann er. Muss ich da gucken, ne? Der bringt 900 Kalorien. Kann ich bestimmt auch unten noch schauen. Da haben wir ja auch noch hier. Ja, Fett bräuchte man halt, ne? So, was haben wir jetzt hier? Da unten war doch noch was. Achso, da brauche ich Level 3, 2, 1 und so weiter. Porridge kann ich noch machen. Top Porridge, der hat 700 Kalorien. Jo, machen wir den da auch nochmal. Ich bin zwar immer gewillt, gleich viel zu machen, aber viel bringt ja nichts. Ja? Immer kleinen Schritten. So, was machen wir hier Schönes? Bannockbrot. Boiled. 50. So. Ah, die Kiste ist da. Juhu. Nehme ich die jetzt? Kann ich die da oben hinsetzen? Geht das? Dann setze ich die jetzt mal dahin. Genau. Das ist jetzt die. Die Jens Spahn Truhe. Die noch verknüpft. Ui. Lagerfeuer kochen, Stufenaufstieg, Level 2. Es geht voran, lieber Wolle. Schön. Ja, finde ich auch schön. Schön beim Holzfällen, das finde ich auch. Stufe 3. Das ist ja auch das, was den Reiz ausmacht, wenn man sieht, wie man wächst und nicht schon alle Sterne hat und einfach nur Klack-Klack macht. Ja. Dieses langsam groß werden, das ist doch das Interessante. Zumindest für mich. Ja.
Stell dir mal vor, du wirst geboren mit allen Superkräften. Das wäre doch langweilig. Schöner ist es doch, wenn man sich alle verarbeiten kann. Jeden Tag 10 Liegestütze, 20, 50 Sit-Ups. Ja. Warum von Anfang an schon Muskeln haben, ha? Hätten doch die Fitnessstudios gar nichts zu tun. So, wir machen weiter. So, einen Stein brauche ich noch. Einen Stein brauche ich noch. So. Ist das sowieso nur zum Ablagern, oder? Dann hängen wir das so her. Genau, das ist die, wie nennt man das? Das ist die Mörteltruhe. Mörteltruhe. Dauert noch. Viel Grünzeug hier rumliegt. Vielleicht machen wir noch extra ein Lagerfeuer. Könnte ich auch machen, ne? Das mache ich noch. Ich mache noch ein Lagerfeuer. Rein nur für Mörtel. Dann lege ich immer das erstmal ab hier, brech mal ab. Ah. So, was machst du jetzt mit dem Stand? Jäger. Ja, wäre nicht schlecht, weil wir brauchen relativ bald Fett, weil dann können wir noch mehr Energie rausholen. So. Da kommt das Lagerfeuer hin, das hier, ja, oder? Stell mal die Kiste her. Da ist das die Jens Spahn-Truhe. Der hat jetzt nichts weiter zu tun. Das blenden wir aus. Genau, die Mitteltruhe ganz oben hin. Und die spanische Truhe drunter. Und dann verknüpfen wir das miteinander. Okay, Holz brauche ich noch, sehe ich gerade. Weil ich muss ja parallel schon mit Mörtel anfangen, weil ich brauche ab und zu mal ein paar Steine, ne? Zumindest. Ah. Und wieder mal ein paar einzelne.
Und Holz brauche ich noch. Gucken, wo du steckst. Achso, hast du jetzt was gelernt? Dort unten bist du. Du? Du hast auch einen Stern gehabt, hast du gesagt, oder? Super. Ich wollte Dings machen. Tischler? Holzfällen? Tischler, warte mal. Carpentry. Carpenter. Ja, das kann ich auch machen. Mach also mal Carpenter, dann brauchen wir weniger Holz und müssen weniger Bäume fällen, weißt? Ja. Schon wieder was gelernt. Ah, Lagerfeuer kochen, Level 3. Yeah. Lagerfeuer Level 3. Bisonbraten. Ah, hier. Wildeintopf. Der hat ganze 1100 Kalorien, lieber Wolle. Wow. Ach. Hat mir jetzt auch nicht genützt. Was? Ich muss erst einen Forschungstisch machen und dazu brauche ich erst mal. Ja, schau doch erstmal durch, was du auch, wo du schon die Erfahrung hast. Aber da Holzfällen, glaube ich, müsste doch gehen, oder? Carbon. Also, Holzfällen könnte ich machen. Aber das müsstest du ja genauso können. Holzfällen habe ich ja gemacht. Ach, hast du schon, ne? Das weiß ich noch nicht. Du musst es ja grün machen in unserer Tabelle, weißt du? Okay, also hast du jetzt Überleben und Holzfällen. Mehr hast du noch nicht gelernt. Du darfst mir auch antworten. Ja, gleich. Bin gerade erstmal hier beschäftigt. So, und den tun wir, da darf er nicht dumm rumstehen, da muss gleich arbeiten hier. Haben wir das Lager dran? Ja, das Lager dran. Schieben wir natürlich ganz nach oben. Kann man natürlich auch das Fertiglager, oder? Das winzige Lager, machen wir so. Genau. Am Anfang kannst du noch gar nicht so viel gleichzeitig starten, weil das alles Energie kostet. Ja, ja. Ich denke, wenn ich mit der Schaufel auf so einen Kies komme, dann macht er mal so Gong, als würde ich irgendwo anstoßen und dann hast du aber den Kies in der Hand. Gong. Gong. Ah, mein Freund, der Basalt. Viermal schlafen. Sechsmal. Stein kommt da hinten hin. Ne, Forschungstisch. Bringt man noch nicht. Ja, da ohne Hütte bringt er dir nichts, ne? Alles erst einmal aufs Hüttelbein. Wollen wir den Weg weiter oben bauen? Kann man auch machen, ne? Das wäre vielleicht auch gut, wenn wir den Weg weiter oben machen zu dir. Baust du da deine Hütte hin? Bitte in den Wald rein. Ja, ich sehe es ja. Da, wo du jetzt anfängst, oder? Grund hab ich schon. Ja. Du, schau mal. Hast du mal kurz eine Minute, Wolle? Ja.
Ich hol dich mal ab. So, komm mal mit. Komm mal mit. Also, man könnte ja quasi hier auf dem Rand, ne, ein bisschen breiter machen, die Erde ein bisschen breiter hauen. Könnte man hier rüber bauen und dann würde es quasi hier hochgehen zu mir, ne? So. So, stopp. Ja? Ich baue jetzt hier den Durchgang. Ich gehe noch zwei tiefer, das heißt, ich komme hier hinten noch zwei tiefer. Ne? Zwei tiefer heißt 1, 2. Das wäre hier. Was hältst du davon, wenn wir den Weg gleich hier oben bauen, hier rüber zu dir? Du kannst doch tunneln. Ja, aber wir sind ja oben, weißt du? Und dann quasi erst hier die Rampe runterbauen, weil ich denke mal, der Baum wird da nicht ewig stehen. Nee, den würde ich den erstes wegmachen. Dass wir hier dann die Rampe runter machen. Oder willst du lieber unten auf dem Level hier, auf dem Level hier unten lang bauen? Du, wo der Weg runter geht, das ist mir egal. Ja, weil dann könnte man dann hier rüber und dann könnte man quasi hier hinten lang. Macht schon der Ballmeister. Danke für dein Vertrauen. Dein Zelt wird aber da nicht ewig stehen, ne? Nee. Kommt hier auch weg. Ja, dann könnte man den Weg hier oben machen. Und dann müssten wir hier neben deinem Haus die Rampe dann runterziehen. Hier, wo der Baumstumpf ist. Da müssten wir dann am Haus vorbei. Da würde ich dann nämlich so machen hier. Dann würde ich hier die Rampe hochziehen. Genau, hier eine Brücke rüber. Und hier die Rampe runterlegen. Das kommt geil. Genau, ziehen wir das hier rüber oder so hier. Und dann gehen wir hier runter. Glaubst du, wird's was? Ja, aber du weißt ja, meine Stärke ist das Vorausplanen. Ja, ja. Klang es wieder so lächerlich, so abwertend. Nein, nein. Nein. Klang jetzt auch nicht abwertend. Wo du recht hast, hast du recht. So, ich hab doch ein bisschen Fett reingetan. Okay, hättest du was gesagt, ich hätte es doch mitgenommen. Na, du hast mich doch eh hierher gelotst. Du hast natürlich recht, man könnte natürlich auch hier ein bisschen, den Berg könnte man abtragen hier, genau. Wüsste ich nämlich, ja genau, das wäre gut. Ja, dass man hier oben auf dem Level dann rumhantiert. Müsst ja irgendwann dann auch noch Felder anlegen, ne? Ach, wir haben so viel zu tun. Ja, zu essen haben wir momentan genug, also. Aber wir wissen ja, wir brauchen auch viel Energie, ne? Ja. Da könnte man die Straße, wenn sie dann runterkommt, hier rüberziehen. Hier durch, hier rüber. Mache ich hier die Steinmetzhütte hin, genau. Und dann könnte man die Straße hier weiterziehen, wenn es denn erforderlich ist. Okay. Achso, ich brauche noch eine Kiste. Noch eine Kiste? Nee, haben wir nicht. Ich mal noch eine Kiste. Oh. Ohne Holz. Das ist schwierig. Der muss weg.
Also den einen oder anderen Baum mache ich mir selber um, ne? Ja, ja. Dann kannst du auch mal in Ruhe dein Häusl bauen. Aber was mit wenig? Mein Magen ist voll. Ich hab dir Fett reingetan, ne? Hat schon gesagt. Ey. Ja, hast du gesagt. So. Mal schauen. Haben wir das Lager, kann ich verknüpfen. Das lassen. Haben wir das noch voll Holz? So, und dann mache ich noch eine Samenkiste. So. Wenn du irgendwo Lehm hast, ne, der dir im Weg rumliegt, also wer jetzt in der Erde drin ist, den kannst du ja drin lassen, aber wenn du jetzt gerade was ausbuddeln musst, ja, ja. Den Lehm sammeln, Erde sammeln, brauchen wir alles. So einen Fußboden habe ich gleich. Waldliliensamen. Okay, den lasse ich hier. Was bist du? Was bist du? Büschelgrassamen. Okay. Ah, da hat er mir Fett reingelegt. Nee, das ist kein Fett, das ist fettloses Fleisch. Ah, oh Gott. Ich habe es nicht gelesen. Ja, das ist von dir aus dem Lager, ne? Ja. So. Fett auslassen, nee, das geht nicht. Damit Fett können wir dann viel machen. Aber getrocknete Farnspitzen kann ich auch so machen. Da gibt es jetzt dafür. Ah, gut, 350 Kalorien, aber 20 Stück kann ich schon mal machen. Porridge können wir schon machen. Campfire Cooking Basing Upgrade. Aha, da brauche ich ein Basic Upgrade 4. Oh, oh, oh. Ah ja, du könntest mir mal zweimal Basic Upgrade 1 machen. Kann ich noch nicht machen. Ich brauche die Hütte. Ach so, das war das andere Spiel. Entschuldigung. Stufenaufstieg. Ich brauche jetzt noch 3 Stunden 24 Minuten. Siehst du das? Das ist in 10 Minuten oder wie lange spielen wir jetzt? Na, 29 Minuten. Was? 29 Minuten? Was? Sind wir ja schon wieder am Ende der Folge angelangt. Das ist ja... Guckst du mal einer Schau? Geht das aber ratzifatzi hier. Ja komm, zur Feier des Tages. 5 Minuten können wir noch ranhängen. Oh.
So, machen wir mal 5 Stück, oder? 5 Steine. Eins, zwei, drei, geht das noch? Zwei, drei, drei, das muss noch eins, oder? Die Sense muss ich mal reparieren. Genau, das mache ich noch in der Folge. Meine Werkzeuge Reparation. Na, fall doch mal. Baum. Wenn du mal die größten Bäume dir aussuchst, du? Na, die zwei müssen so und so weg jetzt hab schon. Ja. Kann man den Samen hier, den legen wir jetzt rüber. Dum, dum, dum. Was war das hier nochmal? Waldliliensamen. Okay. So, würde ich sagen, in der nächsten Folge werde ich mich dann mal um die ersten Felder kümmern. Zumindest was wir haben, dann schon mal anbauen. Ja, ich könnte mir denken, hier unten wäre das ganz gut geeignet. Dann machen wir die 3 Bäume noch weg und dann haben wir dann schöne große Fläche. Aber wie gesagt, das und mehr in der nächsten Folge. Ich sage danke fürs Zuschauen, da Wolle wahrscheinlich auch. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns abonniert dann, und die Glocke drückt natürlich. Und dann verpasst ihr kein weiteres Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. Ciao, ciao. Tschüss.